Jetzt habt ihr eure eigene Dewarbo-Flasche. Hallo, ich bin Jasmin, ich bin 29. Mein Name ist Sebastian, ich bin 31. Ich bin der Olli. Wie man schon einen Moin hört, ich komme aus Kiel. Ja, man hat hier nicht so den typischen Ablauf, wie man es kennt, von wegen man hat einen Lehrer und es geht los, sondern das ist hier eher eine Community, das ist auch wirklich super. Man kommt vom Wasser, geht ins Haus, hat weiterhin Spaß, hat die Leute, das sind super Leute und kocht dann gemeinsam, macht Essen, spricht noch über Details, plant den Folgetag und tauscht sich sogar verschiedene Techniken auch noch aus. Du fortgeschritten bist, ob du noch gar nicht so mit dem Springen vorangekommen bist, ist ganz egal. Ich habe mir eigentlich nicht ganz so viel versprochen, weil ich schon echt lange damit übe. Und ja, jetzt konnte ich auch schon die ersten Anhubsprünge machen und auch den normalen Basic Jump ging ganz gut. Ja, auch bei mir geht es jetzt wieder los. Halt. Ich wage mich jetzt wieder an Tricks ran, wo ich früher vor 20 oder 15 Jahren aufgehört habe. Wir fahren hier echt mit den Top-Leuten aus Deutschland, ja, also da kannst du nur staunen, wir gucken echt zu. Aber genau diese Leute machen mit dir jetzt Videoanalyse und bringen dich halt innerhalb von Tagen auf ein Level, wo du früher Jahre gebraucht hast. Ja, knallharte Videoanalyse. Olli, jetzt machst du mal einen Surface Pass und dann machst du den auch. If I just lay, would you lie with me? Just forget the world, forget what we're told before we get too old. Show me. Guten Morgen! Moin! Alle gut geschlafen? Ja, sehr gut klar. Geschlafen, mega! Und du? Ja, wunderbar, und du? Ich sag dir gleich, wo du hin musst. Stopp!
Stück nach rechts. Und jetzt zeigst du mit dem Finger auf ihn. Und schreist Arme lang. Falls mal kein Wind sein sollte, machen wir halt ja auch wirklich super Aktivitäten. Das heißt von der Winch am Strand, was ich vorher so noch nie gesehen habe, mit einem kleinen Rasenmähermotor. Das geht. Vorderreifen. Die ganz Großen zu kalten. Ihr seht, wer hier in der Mitte steht, auf Platz 1. Ich habe gehört, ihr habt euch auch damit befasst, was mache ich eigentlich, wenn kalt in der Schule. Und solche Dinge, die nämlich schnell im Grundkurs völlig das Limit oder die, auch die Aufnahmefähigkeit übersteigen. Wie setze ich auch die Technik um auch und wie benutze ich auch mein Material richtig? Und das, was ich euch eigentlich zeigen will, ist, wie benutzt ihr euren Körper auch richtig? Aber bleibt dabei halt auch gesund und habt nicht so einen Verletzungsrisiko.